Es ist endlich soweit. Aerosul veröffentlicht sein erstes Aerosul Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Mit der Dusche fertig. Hier, im Jahre 2224. Yeah, heute habe ich übrigens einen ganz besonderen coolen Tag. Heute werde ich nämlich als Roboterpolizist unterwegs gehen. Wir wollen uns heute bewerben. Ich habe mich nämlich mit Lars ein bisschen abgeredet. Und ich habe hier Bobby. Yo, Bobby, gehst du heute mit auf meine kleine Reise? Roman? Folgen. Was? Hey, Roman. Lars? Hey. Roman. Hey, was geht, Mann? Was geht da? Wow, was hast du für einen Anzug, Alter? Ist cool. Ja, Mann. Das sieht richtig aus. Warum hast aus du deinen Anzug noch nicht an? Ich habe meinen Anzug schon an, Mann. Ich habe den schon richtig angezogen. Siehst du ihn nicht, oder was? Du musst, glaube ich, deine Skins reloaden. Ich muss meine Brille anziehen. Ich habe sogar eine Kettensäge in der Hand. Ich muss meine Brille anziehen. Ich kann damit nicht so gut sehen. Stimmt, so. Du hast keine Brille an. Ich habe gerade eben mein Dings zugemacht. Alter, immer wenn ich ein Item in die Hand nehme, geht mein Visier zu. Alter, ist das cool, ey. Damit kann man mich, glaube ich, nicht mehr erkennen. Das ist eine echt coole Sache. Bei dir ist es auch so. Nimm mal ein Item in die Hand, nimm mal einen Donut in die Hand und dann gucke ich deine Augen an. Yeah, jetzt kann man deine Augen nicht mehr sehen. Immer wenn du einen Donut in der Hand hast, kann man dich nicht mehr sehen. Ja, meine Mom hat mir auch Donuts mitgegeben. Hat dir deine Mom echt? Tag, ja. Wir sind doch Polizisten, wir brauchen Donuts. Egal welches Jahr es ist. Auch den Honig? Den Honig. Lass den Honig auf dem Tisch, das meine. Okay. Ich habe übrigens noch einen Kuchen. Junge, du hast drei Bildschirme, nice. Na klar, Mann. Hier nehme ich mal meine Minecraft-Videos auf. Future. Komm, ich zeig dir nochmal meine kleine Tomatenplantage, die ich hier hinten habe. Und zwar habe ich hier nämlich mit Bobby gemeinsam habe ich hier eine kleine Tomatenplantage. Cool, oder? Oh, ja. Das sind Tomaten. Leckere Tomaten. Tomaten, Salatköpfe, alles, was man braucht. Solarköpfe. Hier kann man auch über Alexa und sowas das alles steuern. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Guckt, okay, hier kann man auch überall die ganzen Hebel aktivieren, um die Bewässerungsanlage und sowas zu aktivieren. Das ist ganz cool eigentlich. Aber dazu jetzt mal ein bisschen später mehr. Komm, wir machen hier das Ding wieder zu. Bloop. Okay, zack. So. Dann nice. Würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Starten wir mal den Tag. Mach noch mal kurz hier meine Tür zu. Warte mal. So, okay, hab zugemacht. Alles easy. Go. Lass mit Bobby gemeinsam losgehen. Wir müssen nämlich heute in die Polizeistation. Komm, kleiner Bobby. Ja, komm, ja, fein. Der kleine Bobby. Was haben wir da? Das sind meine Nachbarn. Lass dann lieber nicht hin. Die Nachbarn. Guck mal, das sind die Rezeptionisten. Das sind so Androiden einfach. Und ein Notizblock. So. Hallo. Ich melde mich ab, over. Okay, das war's. Ich melde mich ab, over. So, mal gucken. Ey, da ist ein Roboter. Nein. Mal gucken, lass mal mit dem Roboter reden. Er sagt, Roboter. Cool. Ich kann mit dem reden, er sagt zu mir, Roboter. Guck mal, da hinten ist auch nochmal ein Mädel, mit der kann man auch sprechen. Was ein schöner Tag. Brumm. Die Computer sagen auch was. Guck mal, was ist das für einer, gell? Was ist das denn? Was der sagt Fragezeichen. Der heißt Robo-Bubi. Der Robo-Bubi. Robo-Bibi-Bu. Robo-Bubi. Die Zukunft. Ist die Zukunft. Guck mal, da ist sogar ein... Alter, da ist ein Ender-Roboter-Skelett. Wow. Ein Enderman-Roboter-Man. A-U-H. Der heißt C5-Re-Mann. Alter. Hey, da hinten ist nochmal jemand. Mal gucken, was die sagt. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Und der hier sagt, Broom. Okay. Also da haben wir, glaube ich, so ein Dings, Mann. Siehst du das? Das ist so ein Creeper-Roboter. Das ist so ein Creeper-Roboter. Das ist überabgefahren, gell? Crazy. Im Jahr 2224 haben die Creeper einfach keine Gesichter mehr. So, was haben wir hier? Das waren noch Zeiten im Jahr 2222. Die Iron Golems sehen so krass aus. Ja, haben sie ein Problem? Oh, ich glaube... Ja, haben sie ein Problem? Okay, komm mit Bobby. Habe ich. Komm rein, Bobby. Wir müssen jetzt hier irgendwo... Oh, guten Tag. Hallo. Oh, hi. Das ist, glaube ich, der Typ, bei dem wir uns bewerben müssen, Mann. Entschuldigen Sie bitte, wir sind hier wegen der Cyberpolizei. Ich habe Donuts mitgebracht. Wir möchten Protonenpolizisten werden, Zukunftspolizisten, verstehen Sie? Wir waren schon mal Polizisten. Guten Morgen, ich bin Officer Paul. Oh, hallo Officer Paul. Der Name ist immer noch relativ normal. Alter, guck Will mal, der Robocop sein, Mann. Der hat so richtige Schaufelschuhe. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hören Sie zu, Paul. Wir wollten uns bewerben als Polizisten. Wir wollten nämlich Cyberpolizisten werden. Dafür haben wir eine Kettensäge mitgebracht und einen Bohrer. Genau. Die Bewerbungsphase. Stimmt. Ja. Oh. Das wollten wir gerne gemeinsam machen. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen einführen? Wir möchten gerne. Folgt mir. Ich bringe euch zum Chef. Zum Chef. Ja, Sir. Sir. Komm, ich nehme Bobby mit. Sind wir nicht Bobby, ein bisschen overdressed? Nein, wir sind nicht overdressed. Wir sehen aus wie richtige Polizisten aus diesem Jahre. Oh,
Guck dir mal diesen Karl an, der ist so zur Hälfte Roboter, zur Hälfte normal. Ha. Oh mein Gott. Guten Morgen, Officer. Guten Morgen. Was hat denn der hier alles zu play? Guck mal, die Katze da hinten, die sieht ja mega nice aus. Lol. Hallo, Chef. Das sind die neuen Gefangenen. Spaß. Die neuen Bewerber. Oh mein Gott. Das wäre richtig schlimm jetzt gewesen. Ich wollte eigentlich nicht Gefangener sein. Ich wollte eigentlich Polizist sein. Guck mal, da drüben sind doch Typen, die arbeiten. Hallo. Geh bitte zu Paul. Oh, der hat mich direkt zu Paul verwiesen. Alles klar. Guten Morgen, Jungs. Ihr wollt euch also auch bei mir bewerben? Okay. Ja, Mann, das hört sich nicht schlecht an. Ja. Hier, Lars. Nimm, iss ein Donut. Immer wenn du aufgeregt bist, hast du Angst. Ja, Sir. Auf jeden Fall, wir möchten uns bei dir bewerben, Karl. Ich hoffe, ihr seid gute Polizisten. Wir sind die besten Polizisten, die sie jemals bekommen hätten können. Wir können unser Visier aufmachen und zu. Auf und zu, auf und zu, auf und zu. Und zu und auf, zu und auf, zu und auf. Und wir sind gut im Schießen. Alter, und wir sind dumm, ich meine, wir sind schlau. Ich hab ja voll die krassen Waffen im Hintergrund hängen, ey. Geht nicht nach unten zu... Oh mein Gott, was, ist das die legendäre Pickaxe? Das ist die legendäre Pickaxe. Guck mal, die kann man sogar drehen. Geht nach unten zu Paul. Er zeigt euch, was? Er zeigt euch den Trainingsraum. Okay, dann lass mal zum Trainingsraum gehen. Da sehen wir, wie gut ihr wirklich seid. Ach, wir sind mega gut. So, jetzt lassen wir hier erstmal die Treppe runter und zeigen dem Paul erstmal, wie das hier richtig funktioniert. Bzzzt, 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 bzzzt. So. Warte, ich laufe einfach über die Theke. Ist hier der Trainingsraum? Oh. Anscheinend. Okay. Abgefahren. Junge, hier sind einfach irgendwelche Monster drin. Junge, die sehen ja richtig widerlich aus. Hallo, wir lernen das Schießen. Oh, warte mal. Ich bin schon zu früh reingelaufen, gell? Alter, was ist denn das für eine heftige Armbrust, so voll aus dem, oh, voll Future, so. Hier sind die Waffen und dort drüben ist die Munition. Oh mein Gott. Crossbow? Alter, nice. Was ist das für ein Crossbow? Alter, Junge, sieht der heftig aus. Und Arrows. Okay. Wie sehe ich aus? Du siehst, Alter, man muss schon sagen, die sehen schon, oh, Alter. Bzzzt. Oh mein Gott, wie die sich aufblasen. Alter, machen die Damage. Bzzzt. Auf die Ziele ziehen. Bam! Okay. Bam! Und, Alter, da baut sich einfach an der Spitze diese zwei Füßchen auf, die sogar einem beim Zielen helfen. Zack! Und bam! Oh oh. Und zack! Ab in die Neune. Guck mal, ich treffe die Mitte. Ich treffe die Mitte. Ich hab sie schon getroffen. Ich treffe die Mitte. Oh. Ich habe die Mitte schon dreimal getroffen. Viermal getroffen. So, guck mal, wo ich hingeschossen habe. So, ja, an die Decke. Da, guck mal, da in den Ventilator da oben. Nein! Alter, ich habe den Ventilator kaputt gemacht. Hey, ich hab ein Schweinart geschossen. Lol. Wow, ihr seid echt gut. Wir haben das, glaube ich, öfters mal gemacht. Wir haben sogar schon mal den Ender Dragon besiegt, ohne uns zu bewegen. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Aus euch kann echt was werden. Alter, das sind übrigens noch Monster, gell? Wir müssen hier... Alter, jetzt haben wir alle. Nun kommen wir zu eurem ersten Einsatz. Was? Unser erster Einsatz? Sir, ja. Mann, ich muss mir das abgewöhnen. Ja, Sir, ja, Sir. Nee, das hat man damals gesagt. Heute yo sagt man... Yo, me, yo, me. Direkt in der Nähe wurde ein Laden überfallen. Bitte geht dorthin und schaut nach dem Rechten. Was? Ein Laden wurde überfallen? Okay, dann gehen wir mal nach dem Rechten schauen. Um dorthin zu kommen, müsst ihr einfach nach rechts und dann geradeaus. Alles klar. Ja, okay. Danke. Dann würde ich mal sagen, wir machen das. So, viele gute Roboter. Ihr passt alle auf. Nach rechts und dann geradeaus, hat er gesagt, ne? Nach rechts und dann geradeaus. Ja, ich glaube schon. Das dürfte es, glaube ich, sein. Hier vorne. Guck mal, da hinten brennt es sogar schon. Ich glaube, das ist tatsächlich der Einsatzort, wo wir gebraucht werden. Nimm deine Armbrust in die Hand, Lars. Wir okay, Roman, kannst du mich hören? Over. Ich kann nicht hören. Over. Ich gehe hinten rum. Okay, gut. Es sieht so aus, als ob wir eine Farm betreten. Over. Ich habe die Waffe geladen. Ich habe Zielobjekt gesichtet. Das ist, ich habe hier einen. Das ist einfach nur ein Bauer. Hände auf den Boden, Hände auf dem... Alles kaputt. Das ist einfach nur ein Bauer. Oh, so. Der hat hier, glaube ich, seine Ernte. Oh nein, ich habe auch ein Tomatenfeld. Ich fühle richtig mit dem mit. Oh nein, jetzt hat er hier seine armen Tomaten und Mais und sowas aufgebaut. Wollen wir nicht eigentlich mal die Feuerwehr rufen oder so? Die Feuerwehr? Wir brauchen schon die Feuerwehr. Ich bin sowas von ruiniert. Ach, Bobby, wie kann er das nur weiterhin überleben? Was soll ich denn jetzt noch tun? Oh nein. Also, pass auf, Markus. Wir werden uns... können Sie vielleicht den Täter beschreiben, wie er aussah? Genau. Damit wir als Cyberpolizisten uns mindestens an die Arbeit machen können. Okay, okay, ich beruhige mich. Ja, ich glaube... Beruhig dich! Lass, ich hab beruhigen das... Sie sich, bitte beruhigen Sie sich! Lass. Genau, ziel ihm ins Gesicht, vielleicht beruhigt er sich beruhigen dann. Sie sich! ja klar kann ich mich an diesen Idioten noch erinnern. Sagen Sie, Markus, währenddessen Lars auf Ihrem Kopf sitzt. Auf die Schulter. Wie sah der Typ aus, der Sie belästigt hat? Er trug einen goldenen Anzug. Goldenen Anzug? Einen goldenen Anzug. Lügen Sie uns nicht an!
Genau, lügen Sie uns an? Wie können Sie nur Bobby ins Gesicht schauen und ihn anlügen? Das funktioniert so nicht. Er ist doch noch so jung. Er sah nach einem, was? Es sah nach einem kugelsicheren Anzug aus. Nach einem kugelsicheren Anzug? Das klingt ganz schön mies. Okay, sagen Sie mal, ich muss jetzt mit der Renovierung loslegen. Also, unsere Anhaltspunkte sind tatsächlich goldener Anzug, kugelsichere Weste. Das sind eigentlich schon viele Indizien. Alter, guck mal, der Typ hier hat einfach so ein McDonalds-Logo im Gesicht. Aber danke für eure Hilfe und dass ihr so schnell da wart, obwohl ich euch nicht gerufen habe. Okay, alles klar. Okay, alles mal gucken, klar. Was sagt der McDonalds-Typ? Foi, foi. Das ist, glaube ich, so ein Farmroboter. Der wird dafür benutzt, um zu farmen. Hier ist warum auch so regt einer. Der Typ sich dann so auf, wenn eh alles elektrisiert ist hier? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich Brand ist, glaube ich, nie gut, egal in welchem Jahr du dich befindest. Alter, diese ganzen Roboter sind voll cool, Alter. Die kannst du ein- und ausschalten die ganze Zeit. Voll bist heftig. Ich bin hier hinten. Komm, wir müssen jetzt mal hier weitergehen. Ich geh zu Dings. Wir müssen unsere Dings abgeben. Ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Tipps abgeben. Goldener Anzug und Patronenschutzweste etc. pp. Okay, ich geh schon zur Dings. Ich bin schon da. Ich bin Bobby schon da. Komm, beeil dich, Lars. Go, 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 go. Ich bin da. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu langsam bewegen. Ich esse erstmal einen Donut aus Prinzip, weil ich ein Polizist bin. Okay, also, wir müssen uns jetzt erstmal wirklich sammeln und das alles, was wir aufgeschrieben haben, jetzt vorzeigen, das ist okay? Der Chef, Mann. Und Jungs, was war? Karl, folgendes. Wir haben herausgefunden, dass der Typ... Okay, gut, dass du dir Notizen gemacht hast. Ja. Hände in den Rücken. Ah, nee, ist der Chef. Nein, das ist der Chef. Bitte nicht auf den schießen. Hören Sie zu, lasst mich mal sehen. Ja, genau. Goldener Anzug und patronenschutzsichere Weste. Er hatte tatsächlich diesen kompletten Laden dort überfallen und den verwüstet. Der Typ konnte sich nur an Bruchteile erinnern. Wir haben nicht alles aufschreiben können, aber Bobby hat sich die gesamte Sache angesehen und gescannt. Verstehen Sie, Karl? Ich werde mal hier an den Hologrammcomputer gehen und das eintippen. Wenn ich richtig liege, war das mit einer der gefährlichsten Verbrecher in unserer Stadt. Was? Oh, das ist ganz schön mies, Mann. Hör zu, Karl. Kannst du uns vielleicht sagen, wo sich dieser Verbrecher befindet, damit wir den irgendwie finden können? Das wäre vielleicht, er nennt sich Raven's Eye und ist sehr gefährlich. Raven's Eye? Vincent Raven? Vincent Raven? Oh nein, den Typen hatten wir doch schon mal in der Hexenfolge. Was ist denn jetzt los? Was ist passiert, Karl? Oh nein. Karl hat, glaube ich, jetzt eine schlimme Nachricht für uns. Ist irgendwas passiert? Das ist der Peter, gell? Paul ist es. Die Bank wurde gerade überfallen. Wir müssen schnell das SEK informieren. Oh nein. Okay, Roman, das ist ein Fall für die Robocops. Die Robocops. Das mit der Melodie zu lange. Von Indiana Jones. Wisst ihr was, Jungs? Gott, Lars, der schickt uns wirklich jetzt auf die Reise. Du gehst einfach schon so los. Karl, dürfen wir auf diese Reise gehen? Ist das in Ordnung für dich, wenn wir das machen? Ich würde direkt meinen Bogen... Oh mein Gott, Lars, du hast das Bild einfach kaputt geschossen. War sowieso hässlich. Was zeigt er uns hier an? Oh mein Gott. Das ist es. Das sind die heftigen Rüstungen, Mann. Ist es. Schnappt euch die Anzüge und die Waffen in den Kisten daneben. Das SEK braucht zu lange. Ihr müsst jetzt handeln. Oh mein Gott, es ist endlich soweit. Es ist soweit. Jetzt können wir endlich mal diese Sachen anziehen. Oh mein Gott. Oh yeah. Ich fühle mich so stark. Du siehst so getuned aus irgendwie. Oh yeah. Alter, was eine Attraktion. Guck mal, mein Kopf guckt hier so durch. Siehst du das? Die Bank ist gerade aus. Lars, wir müssen uns noch hier die Waffen holen. Oh mein Gott, wir haben noch die bionischen Arme. Lars, hol deinen bionischen Arm raus. Mama. Guck mal, wie das aussieht. Alter, wir können jetzt höher springen, gell? Yeah. Los. Lars, wir müssen zur Bank. Alter, go. Sau crazy. Wir müssen zur Bank. Oh mein Gott, wir sind jetzt richtig mit Flügeln und so ausgestattet. Was können wir mit diesem Arm machen? Bzzzt. Oh mein Gott, Plasmakanone? Lars, nein, die Plasmakanone! Oh mein Gott. Alter, wir können jetzt Plasmakanonen schießen. Was ist das? Lass zur Bank gehen. Ha. Das ist er. Er schmeißt hier mit Goldbarren, mit Silberbarren, Platinbarren um sich herum. Hör zu, Hände auf du kleiner Boden. Wichtling. Hände auf den Boden, sonst schießen wir einen Plasmakanonenlaser auf sie. Hände auf die Augen. Sie können sich niemals von uns wehren. All das Geld ist jetzt mein. Ich denke nicht, dass all dein Geld das ist. Zack! Oh mein Gott. Er scheint ihm alles, was sie sagen, sein. Kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Lars, er ist anscheinend immun gegen diese Plasmakugeln. Ja doch, ich habe ihn erwischt. Okay. Hören Sie zu, was kaufe ich mir? Hör zu, du patronengesicherter Kerl, du. Wir haben hier ganz besondere Waffen und wir sind auf jeden Fall bereit, diese einzusetzen. Also leg dich auf den Boden und gib auf. Was macht der? Lass! Wo geht der hin? Zielperson flieht! Zielperson flieht! Hören Sie zu! Was wollt ihr denn jetzt? Hör zu, Raven's Eye. Alles, was du jetzt sagst, wird gegen dich im Gericht verwendet.
Und wenn du jetzt Hände dich direkt Zopf. Hinter den, deine Hände hinter den Zopf machst, dann sind wir dazu gezwungen, unsere Plasmakugeln zu verwenden. Alter, was hast du da für eine coole... Oh mein nichts Gott. Gegen dich tun. Benutze deine Plasmakugel, Lars. Du. Puff. Kommt, da passiert halt wirklich nichts. Ah ja. Fangt mich. Du bleibst jetzt stehen. Ah. Zielperson flüchtet. Okay. Zielperson oh mein Gott, ich hab ihn getroffen. Let's go, wir müssen let's ihn, glaube ich, auf die Füße schießen, dann können wir ihn erwischen. Wo ist er? Er rennt nach da. Er versucht, Parcours zu machen. Oh mein Gott, er ist durch den Safe durchgelaufen. Er kann durch Safes durchlaufen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist hier weitergelaufen. Er läuft er die Wendeltreppe hoch. Die Person flüchtet aufs Dach. Zielperson flüchtet aufs Dach. Aufs Dach, aufs Dach. Wo ist er hin? Da. Er ist zur Seite gegangen. Ist das ein kranker Tresor hier? Komm, lass. Ich bin hinter dir. Bobby ist auch am Start. Bobby, er läuft hier über diese Barrikaden. Pass auf, dass du nicht runterfällst, okay? Alles easy, alles fein. Oh mein Gott, wo läuft er hier herum? Er läuft über die Bäume. Was für ein verrückter Kerl. Hin? Ich hab ihn. Zielperson flüchtet. Was ist das? Hören Sie jetzt zu. Hören Sie auf damit. Sie müssen... Geben Sie... Oh, was? Geben Sie auf. Lars, du musst ihn... Schieß ihn mit der Kugel ab. Bzzzt. Komm. Wir haben ihn gleich. Bobby ist auch in der Nähe. Verliere ihn nicht aus den Augen. Er ist da vorne. Er ist schon auf der anderen Seite. Ah, Roman! Oh nein, Lars, du bist runtergefallen. Okay, gut. Ist okay. Ich krieg das hin. Ich hab ihn. Alter, oh mein Gott. Er ist runtergefallen. Lars, Zielperson runtergefallen. Ins Wasser. Ich fliege ganz langsam runter. Mein Bein! Füße hinter den Kopf. Guck mal, ich hab ihn. Alles easy. Lars, ruf die Kollegen an. Hallo, Kollegen. Over. Könnt ihr uns hören? Wir brauchen Dings. Unterstützung von den Kollegen. Unterstützung. Wir haben Unterstützung von den Kollegen. Wir haben Raven's Eye. Lasst mich. Was? Da ist gerade jemand eine Plasmakugel hochgeflogen. Raven's Eye, du bist verloren. Du musst jetzt genau hier aufgeben, das war's für dich. Wir haben dich und wir haben Unterstützung angefordert. Nein, nicht ins Gefängnis. Ravens oh Eyes, doch. Tut mir wirklich leid. Aber jetzt muss ich auch hier meinen Bogen nehmen und einen Schuss kriegst du. Bah! Was? Oh mein Gott, der Kopf hat es einfach abgewehrt, gell? Oh mein Gott, es ist einfach abgeprallt. Guck mal, es prallt einfach ab. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt ihn. Oh mein Gott, die Verstützung ist Unterstützung ist angekommen. Die Verstützung. Alles klar. Gut, Jungs. Kollegen, ihr kümmert euch hier um den Rest. Und ich bringe diesen Abschaum ins Gefängnis. Okay, gut, Paul. Dann macht das mal. Und wir gehen jetzt nochmal kurz zurück zur Polizei-Office-Station. Und sind dann eigentlich auch schon fertig mit unserem Alltag. Denn das, meine werten Damen und Herren, war ein Polizist im Jahre 2224. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder mal einen ganz komischen Job annehmen. Haut rein, Leute. Und ciao.